Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ja. In der letzten Folge haben wir natürlich hier unseren Pferdestall fertiggestellt, der schon wieder ausgemistet werden könnte. Vielleicht nutze ich hier die Bank, um darüber zu kommen. Mal sehen, was wir in dieser Folge so alles tun. Ich habe noch keinen so richtigen Plan, aber das werde ich mir gleich erarbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit let's go. Okay, Leute, ist völlig random, aber irgendwie leiert der Sound von dem Spiel. Könnten wir jetzt hier wieder beim Schneiden des Videos schon wieder ein Eier beißen. Ich habe das Video aufgenommen und der Sound leiert. Völlig random, egal. Show must go on. Ich habe die Tonspur vom Videogame, also vom Mad Eagle Dynasty, ein bisschen leiser gemacht. Sollte klappen. Ich hoffe, es geht euch nicht zu sehr auf die Eier. Also hier gibt es schon mal 100% Dung. Das ist sehr gut. Dünger brauchen wir immer. Und meine Leute brauchen natürlich auch Brennholz, sehe ich gerade. Aber erstmal machen wir mal Dünger. So, 34 Dünger. Ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben noch 147. 147 Dünger. Ja. Aber wir müssen natürlich auch das Weizenfeld düngen, ne? Das ist natürlich auch ziemlich groß und ich glaube 160 Einheiten groß. Also dafür alleine brauchen wir ja schon 160 Dünger. Erstmal mache ich Brennholz. Seit letzter Folge wollen die ja natürlich hier Brennholz haben. Das ist natürlich fatal im Herbst. Ich mache gleich zwei Ladungen, glaube ich. Weil wir stehen ja auch kurz vorm Winter. Wir brauchen demnächst auch wieder jemanden, der im Holzschuppen arbeitet. Das heißt, eventuell müssten wir diese Folge mal Quests machen, um einfach neue Leute zu engagieren, die in unserem Dorf arbeiten, mit Gewinnung. Wir haben noch 250 Holzstämme. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Im Vergleich dazu, wir hatten ja fast über 1000. Was heißt fast über 1000? Wir hatten über 1000. Ganz schön viel Holz verbrannt jetzt hier. Wir haben auf jeden Fall noch eine Quest im Dorf. Die könnte uns auch Reputation besorgen. Ach, schon wieder der Kleine hier. Okay. Kann ich dir bei etwas helfen? Meine Eltern wollen mir nichts von ihrem Zaubertrank abgeben. Sie trinken ihn und dann sind sie fröhlich. Gibst du mir welchen? Was für Zaubertrank? Will der jetzt Alkohol von mir? Kirschsaft einmal. 60 Reputation. Okay. Gut. Die Quest merken wir uns mal. Kirschsaft. Da drüben haben wir auch noch eine. Ah, hier oben. Auf meinen Hollywood Hills hat jemand eine Quest für mich. Ich glaube, eine Frau, die ihr Kind bekommen hat, ne? Kann ich dir bei etwas helfen? Hast du je in Erwägung gezogen, ein Kind zu kaufen? What? Ich könnte dir sogar eins umsonst anbieten. Oh je, was sage ich da überhaupt? Lol. Tut mir leid, ich liebe diesen kleinen Quälgeist mehr als alles andere auf der Welt. Die Sache ist nur die, ich bin einfach totenmüde. Ich kann mein Kleines einfach nicht beruhigen. Es will nicht schlafen, es will nicht essen und es lässt mich nicht schlafen oder essen. Ich habe gehört, dass Mohnsamen beruhigend wirken können, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Okay, dann bringe ich dir welche. Range. Okay. Ich reite mit meinem Boss jetzt in die Stadt, besorge Kirschsaft und Mohnsamen. Und guck mal, was ich da noch so an Quests annehmen kann. Ein Haus habe ich ja noch komplett leer, in dem Leute einziehen könnten. Und wenn es dann noch mehr werden, muss ich neue Häuser bauen. Oder zumindest das da oben fertigstellen mal. Das große Haus, was ich oben auf dem Hügel habe, da fehlt ja noch ein Mann.
Da ist eine Frau ohne Mann. Wenn mich meine Erinnerungen nicht täuschen. So, kriege ich bei dir Kirschsaft? Kirschsaft. Das sieht gut aus. Müsste eigentlich Kirschsaft haben. Da. Wie viel brauche ich davon? Ich kaufe jetzt erstmal einmal. Ich brauche auch einmal. Okay, gut. Ja, wie viel soll der trinken, ne? 4 Mohnsamen. Mohnsamen kriege ich von dem Händler hier. Aber wo ist der? Ach, da kommt er. Das ist auch noch so ein Ding. Mohnsamen, ne? Also, was bringt uns das, wenn wir das anbauen? Mohn. So, Mohnsamen haben wir auch 4. Also, wir können die beiden Quests am Dorf schon mal abgeben. Das ist gut. Gucken wir mal hier, was wir noch für Quests haben. Niemand hat die Absicht, eine Palisade zu bauen. Da sollen wir abliefern. Stock 20, Holzstamm 5, Brett 1. Das können wir annehmen. Rote Beete Baron liefern Rote Beete 46. Das können wir gleich machen. Auf die Größe kommt es eben doch an. Abliefern 12 mal Barsch. Das können wir auch gleich machen. So, bei dem müssten wir eigentlich Barsche kaufen können. 12 mal Barsch. Vom Arsch. Okay, und rote Beete. Wie viel sollten wir da noch mal? 46. Okay. Rote Beete. Du hast keine rote Beete, ne? Hast du rote Beete? Rote Beete. Der müsste rote Beete haben. Wie viel wollte die jetzt nochmal haben? Ich glaube, mehr als das, ne? Rote Beete Baron wollte 46, ich habe 43 jetzt gekauft. Okay. Aber ich gebe schon mal. Ich gebe schon mal was ab. Muss ich also noch von einem anderen Händler was kaufen? Rote Beete mäßig. So. 180 Dynastiepunkte. Ja, wir liefern erstmal das andere Zeug ab. Jetzt, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Verwaltung, können wir schon jemanden Neues einstellen? Ich glaube schon, dass wir jemanden Neues einstellen können. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir jemanden haben hier, der Gewinnung auf 3 hat. Wenn nicht, gucken wir im Flussdorf nochmal. Gewinnung 3. Sie hier vorne hat auf jeden Fall Gewinnung 3. Zuck munter. Dann nehmen wir sie doch mal gleich. In das einfache kleine Haus. Ja. Und arbeiten darfst du bitte. Oh, wir müssen hier die Sachen wieder reparieren. Meine Stadt hat auch wieder ein Loch. Im Holzschuppen. Bitte. So, und der Holzschuppen wird jetzt mal nur Holzstämme produzieren. Okay. Schön, schön, schön. Wir brauchen demnächst Männer. Wir brauchen noch 2 Männer. Oh, 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 oh. Unfall, Unfall. Mit dem Pferd. Wollte über 2 Zäune gleichzeitig springen. Hat nicht funktioniert. So, wo können wir denn jetzt hier den Zaubertrank abgeben? Ach, hier vorne in dem Haus, okay. Da, ich habe ein bisschen Zaubertrank für dich. Vielen Dank, sehr schön. So, schlafe mein Kind. Das müssen wir da oben wieder abgeben. So, hier sind die Mohnsamen, die du wolltest.
Sehr schön. Gucken wir nochmal in die Verwaltung. 3.393. Also ein bisschen was fehlt uns noch, damit wir den nächsten ins Dorf holen können. Ist nur die Frage, wo wir jetzt, wo kriegen wir jetzt noch 3 rote Beete her? Aber ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Ich hoffe, dass im Flussdorf die uns die Landwirtschaftssachen verkauft, dass die auch rote Beete hat. Also, und ich hoffe, dass sie nicht nur rote Beete Samen hat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nämlich meine größte Angst jetzt. Dass wir gar keine rote Beete mehr bekommen. In dieser Jahreszeit. Achso, was wir auch gleich nochmal gucken können, ist, die wollten ja auch Holz für eine Palisade. Was wollten die da alles? Tagebuch. Niemand hat die Absicht, eine Palisade zu bauen. Übrigens sehr schöner Questname. 20 Stöcker, Holzstamm 5. Ja, okay, kriegen wir hin. Stöcker gehen auch gerade sehr zur Neige. Wie viele Bretter brauchen die? Ein Brett nur. Okay, alles klar. Gut, haben wir alles dabei. Jetzt auf zum Flussdorf. Also die Anschlagtafel ist wirklich Gold wert. Das ist sehr, sehr gut, dass solche Quests jetzt im Spiel sind. Das gab es ja vorher nicht. Und das sind so kleine, lustige Quests, die auch schnell zu erfüllen sind, mit denen man halt auch gut Reputation farmen kann. Ich finde das sehr schön. Gefällt mir echt. So, jetzt gucken wir mal. Eigentlich müsste die rote Beete haben. Da. Sehr schön. 3-mal. Top. Gut, jetzt können wir wieder zur Stadt reiten und die 2 Quests noch abgeben. So, hier vorne ist er. Hier für deine Ausbesserungsarbeiten. Top. Reputation 120 für die Palisade. Und hier gibt's die rote Beete. So, insgesamt haben wir jetzt 3.633 Reputationen. Das heißt, wir können 2 neue Leute engagieren. Ich gucke mir nochmal ganz kurz die Leute hier vorne an. Vor allem die Männer. Da gab es ja einen, glaube ich. Ja, ein Typ. Der hat 3 in Jagen, ne? Wir schieben mal ein bisschen. Ich glaube, ich kann den schieben. So. Du gehst jetzt erstmal in das Haus rein. Ja. Und dann gucken wir mal. In der Jagdhütte haben wir bis jetzt nur einen drin. Die kann auch Landwirtschaft. So. Jetzt haben wir die erstmal rausgekickt. Und schauen uns nochmal die Leute an. Sie hier, ne? Sie kann auch Landwirtschaft, haben wir ja gesagt. Hier haben wir nämlich jemanden im, der eine 3 in Gewinnung hat. Dann hauen wir den aus dem Feldschuppen raus. So, und du kommst jetzt in den zweiten Holzschuppen. Sehr gut. Und der zweite Holzschuppen, der macht auf jeden Fall 50% Stöcker. Und 50% Holzstämme. Dann sollten wir wieder mit Holzstämmen und Stöcker in die richtige Richtung gehen, würde ich sagen. So, ein bisschen geschoben haben wir. Ein paar Leute haben ihre Jobs gewechselt. Das sollte passen soweit.
Jetzt müssen wir nur noch reparieren. Das steht jetzt auch ganz oben auf der To-Do-Liste. Dass wir da die Sachen noch reparieren. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich das schade finde, dass ich einfach Wände, die noch nicht orange sind, also die noch kein Loch haben, einfach reparieren kann. Mit einem Stock oder so, oder zwei oder vier oder keine Ahnung. Das finde ich sehr schade, aber mir ist eingefallen, ich könnte die Wand theoretisch auch abreißen und dann neu bauen. Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Eigentlich finde ich es auch ganz gut, dass man immer was zu tun hat, ne? Dann ist mal da ein Loch, dann geht man da mal hin, stopft das wieder und so. Eigentlich ist das ganz okay. Also ich nehme jetzt ein paar Stöcker, ein bisschen Stroh und repariere erstmal den ganzen Bums, der hier angefallen ist. Da vorne zum Beispiel, da sehen wir es doch schon. Riesenloch. Ein Riesenloch. Zack. So. Wo haben wir denn das nächste Loch? Ich glaube, im Schweinestall hat man mir noch gesagt, dass da ein Loch drin ist. Und im Grabungsschuppen. Ach so. Na gut. Hier haben wir jetzt noch irgendwo ein Loch? Nö. Okay. Okay, okay. Gehen wir nochmal an unsere Kalksteinreserven und schauen, ob wir da Häuser vor dem Winter noch ein bisschen verputzen können, die aus Stein bestehen. Kalkstein haben wir 92. Easy peasy. So, das Haus haben wir jetzt auch verputzt, das kleine. Schön, schön, schön. Perfekt, perfekt. Ich gehe mal noch da oben hin, weil da haben wir jetzt noch gar nichts verputzt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Bisschen was am Putz habe ich ja noch. Ah ja, hier. Das hat mal angefangen, aber noch nicht fertig umgesetzt, ne? Ja, das kriegen wir auch nicht fertig. Schade. Kalkstein ist tatsächlich so eine Ressource, die wir öfter brauchen. Naja. Irgendwann, wenn ich mich mit den Häusern hier oben beschäftige, dann, dass ich die dann hübsch mache. Dann kriegen wir das hin. Also wenn wir Glück haben, haben wir bald drei Kinder, die im Alter von zwei sind. Und dann wieder Leute, die für uns arbeiten können. Erstmal was essen. Schön eine Kohlsuppe. Oder? Haben wir noch eine Kohlsuppe? Ja. Lecker, lecker. Ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen, drüben auf der anderen Seite ein Lager auszubauen. Gerade jetzt auch, weil wir die Holzschuppen wieder befeuern mit Leuten, dass wir da drüben erstmal ein Lagerhaus haben, dass es hier wieder, also dass wir hier, nicht auf dem Schlauch, dass wir hier drüben schnell Ressourcen haben. Und weil wir jetzt, wie gesagt, die Grabungsschuppen, die Holzschuppen befeuern wieder, dass wir genug Platz haben, einfach im Lagerhaus. Mal gucken, wo ich das am besten hinstelle, das Gerät. Ey, ist gar nicht so einfach. Ich will hier drüben natürlich auch mir diesen Platz hier nicht verbauen, weil ich hier noch Tiergehege machen möchte. Tja. Ich glaube, ich kann das nur hier hinbauen. Hm. Also hier, wie gesagt, hier könnte ich es hinbauen jetzt. Ich glaube, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Jetzt das einfach hier an die Straße zu setzen. Okay. Sehr schade. Naja, dann muss ich hier den Platz irgendwie anders nutzen nachher noch. Wenn ich wirklich Tiergehege hier noch hinsetzen möchte. Oder ich muss die Tiergehege nach da drüben auf die andere Seite des Flusses setzen. Aber eigentlich wollte ich alle Tiere hier drüben unterbringen. Hm. Naja, ich baue es erstmal hier hin. Bei anderer Möglichkeit gibt es einfach nicht. Grabungsschuppen für die Spitzhacke. Okay, werden nicht Spitzhacken hergestellt?
Steinspitzhacke. Werden doch 3,5 am Tag hergestellt. Okay, jetzt ist die Meldung auch wieder weg. Komisch. So, Materiallager ist fertig gebaut. Jetzt ziehen wir noch einen Weg. Hier bis zur Straße. Sehr gut, top. Jetzt habe ich hier drüben auch ein Materiallager. Und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus hier. Macht sich gut. Ich habe mal noch, ich will mal was Experimentelles ausprobieren. Und zwar, ich zeige euch das mal, pass auf. Ich habe hier vorne einfach mal 2 Holzstämme ins Wasser fallen lassen. Und würde hier gerne noch ein paar Holzstämme ins Wasser fallen lassen. Und zwar würde ich hier gerne eine Brücke bauen. Würde hier gerne eine Brücke bauen aus Materialien, die man jetzt hier so fallen lässt. Ne? Hier so viel Holzstämme aufschichten, dass es, dass die halt außerhalb vom Wasser sind und dann mit Brettern so eine Brücke errichten, sodass man im Prinzip aus der Scheune hier rüber latschen kann bis zum Lager. Ich probiere das jetzt aus. Vielleicht wird es auch nichts. Vielleicht werfe ich hier einfach auch nur mein Holz ins Wasser. Aber vielleicht wird es auch was. Muss ja auch nur so eine kleine Fußgängerbrücke werden. Muss ja jetzt nicht für mein Pferd reichen. Wisst ihr, was ich meine? Obwohl, das wäre eigentlich auch schon cool. Das ist hier ganz schöne Fummelarbeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Okay. So. Jetzt haben wir schon mal ein Fundament. Ich würde jetzt hier einfach mal den Zaun hier wegprügeln. Und jetzt hier anfangen, Bretter draufzulegen. So, nee, ich sehe nichts mehr. Ich würde jetzt erstmal schlafen gehen. Bevor ich hier noch irgendwas anderes mache. Okay, ich habe mal angefangen, eine Brücke zu bauen. ich werde die auch in der nächsten Folge fertig bauen. Gebe ich euch ein Versprechen. Ja. Aber so an sich ist doch das doch schon mal okay, oder nicht? Ist doch schon eine kleine Brücke. Hier legen wir jetzt noch Bretter drauf. Und hier auch. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Ob das was wird. Doch, gefällt mir. Wenn es euch auch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Kommi da. Ansonsten würde ich sagen, war es erstmal mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Kommentar, wie gesagt, oder ein Like. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.